Verehrte Zuschauer, zum Programmschluss noch einmal Meldungen der Hotte-Redaktion. Rumänien hat die sowjetischen Gegenmaßnahmen zu der westlichen Nachrüstung kritisiert. In einer Erklärung heißt es wörtlich, all diese in den letzten Tagen ergriffenen Maßnahmen drängen Europa, die ganze Welt, an den Abgrund und zur atomaren Katastrophe. DDR-Staats- und Parteichef Honecker hat sich dafür ausgesprochen, alle Verhandlungsmöglichkeiten zur Beendigung des Wettrüstens zu nutzen. Der Schaden, der sich aus der westlichen Nachrüstung ergebe, müsse begrenzt werden. Wie die Ostberliner Nachrichtenagentur ADN meldet, sprach sich Honecker für eine Normalisierung der deutsch-deutschen Beziehungen aus. Der Staatsminister im Bundeskanzleramt Jenninger begrüßte die Bereitschaft Honeckers, das Erreichte zu bewahren und auszubauen. Die Bundesregierung werde Vorschläge zur Verbesserung der Beziehungen machen. Der französische Staatspräsident Mitterrand und Bundeskanzler Kohl haben die Sowjetunion aufgefordert, die Genfer Gespräche über Mittelstreckenwaffen so bald wie möglich wieder aufzunehmen. Nach zweitägigen Beratungen in Bonn bedauerten beide die neuen Rüstungsmaßnahmen Moskaus. Es diene weder den Völkern im Westen noch im Osten, dass nun weitere Atomraketen in der DDR und in der Tschechoslowakei aufgestellt werden. Am Abend haben Bundeskanzler Kohl und der griechische Ministerpräsident Papandreou das EG-Gipfeltreffen vorbereitet, das in gut einer Woche in Athen beginnt. Griechenland hat zurzeit die Präsidentschaft in der Gemeinschaft. Bei dem Gespräch ging es vor allem um die Finanzsituation der EG und den geplanten Beitritt Spaniens und Portugals. Die USA wollen eine karibische Friedenstruppe für Grenada aufbauen. Außenamtssprecher Romberg erklärte, dazu sollten 15 Millionen Dollar bereitgestellt und etwa 100 Ausbilder entsandt werden. In Libanon wollen sich die verfeindeten Palästinenser im Kampf um die Führung der PLO offenbar friedlich einigen. Syrien und Saudi-Arabien erklärten gemeinsam, alle Beteiligten seien zu Verhandlungen bereit. Die Hafenstadt Tripoli soll innerhalb von 2 Wochen geräumt werden. Die Gegner Arafats haben die für heute geplante Großoffensive abgesagt. Am Abend wurden wieder Schießereien aus Tripoli gemeldet. Der Brand auf dem unter Panama-Flagge fahrenden Containerschiff Everlevel ist weitgehend gelöscht. Das Schiff war gestern Nachmittag auf der Unterelbe mit einem brasilianischen Frachter zusammengestoßen. Ein Matrose war dabei getötet, 6 weitere verletzt worden. Zum Sport. In der Fußball-Bundesliga trennten sich Uerdingen 05 und Borussia Mönchengladbach 1:1. Der Schwede Ingemar Stenmark und die Liechtensteinerin Hanni Wenzel dürfen nicht an den Olympischen Winterspielen im Februar in Sarajevo teilnehmen. Das Internationale Olympische Komitee schloss die beiden alpinen Skiläufer aus, da sie nicht die Anforderungen der Amateurstatuten erfüllen. Und die Wetteraussichten bedeckt zum Teil langanhaltender Regen. Höchsttemperaturen zwischen 9 und 14 Grad Celsius. Damit, verehrte Zuschauer, ist das Programm des ZDF zu Ende. Wir wünschen Ihnen eine gute Nacht.